Leute, festhalten, heute wird es nochmal richtig wild. Sky-Berichten zufolge könnte Union Berlin in diesem Winter noch einen echten Transferhammer aus dem Hut zaubern. Und zwar hat Union Berlin Kontakt zum Isco-Lager aufgenommen und dabei sogar eine konkrete Anfrage hinterlegt. Der Plan der Eisernen sieht dabei vor, die Qualität in der Zentrale weiter anzuheben. Der mittlerweile 30-jährige Isco ist derzeit vereinslos und wäre dementsprechend auch über das Transferfenster hinaus noch zu haben. Entsprechend besteht hier keine Eile. Klar ist aber auch, dass Isco vermutlich auch abwarten wird, welche Möglichkeiten sich sonst noch ergeben könnten. Sportlich gesehen wäre Union Berlin aber mit Sicherheit eine mehr als interessante Adresse. Aktuell befindet man sich auf Platz 2 der Bundesliga-Tabelle und die Chancen stehen alles andere als schlecht, erneut den internationalen Wettbewerb über den Ligabetrieb zu erreichen. Fakt ist auf jeden Fall, dass Isco von seinen spielerischen Fähigkeiten definitiv das Zeug dazu hat, Union Berlin merklich zu verstärken. Wir alle wissen, dass Isco ein ausgezeichneter Spielmacher sein kann, der mit seiner Übersicht in der Lage ist, richtig geile Pässe zu spielen. Seine Fähigkeiten am Ball sind meiner Meinung nach immer noch hervorragend und ich würde einen Urs Fischer auf jeden Fall zutrauen, mit ihm einen richtig geilen Plan zu haben. Ein ganz, ganz großes Problem könnte hier allerdings das potenzielle Gehalt werden, denn beim FC Sevilla wurde sein Vertrag aufgelöst und dabei ging es schon um sein Gehalt. Also ich bin mir nicht sicher, ob er da jetzt zu allzu großen Abstrichen bereit ist. Ich denke aber, alles in allem kann man festhalten, ja, das Interesse von Union Berlin ist absolut vorstellbar, sonst würde Sky wahrscheinlich nicht darüber berichten. Sportlich wäre der Wechsel für beide Seiten auch definitiv sinnvoll, aber finanziell kann ich mir das Ganze aktuell leider nicht wirklich vorstellen. Hauptkonkurrent im Werben um Isco wäre wohl Juventus Turin. Die haben aber, wie ihr vielleicht wisst, erstmal ganz andere Baustellen zu lösen. Aber es werden sich vermutlich noch ganz andere Interessenten hinzugesellen und die können meistens ganz gut zahlen und ob Union Berlin da dann noch Chancen hat? Schwierig auf jeden Fall. Da müsste man auf jeden Fall mal ordentlich Überzeugungsarbeit leisten. Naja, nichtsdestotrotz würde ich persönlich Isco bei Union Berlin so richtig feiern. Wer weiß, vielleicht zeigt man Isco ja tatsächlich ein Projekt auf, welches ihn komplett begeistert und dann erleben wir die Überraschung des Winters schlechthin. Aber gut, an der Stelle gebe ich mal an euch weiter. Isco zu den Eisernen. Könnt ihr euch das vorstellen? Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball!